Und damit ein herzliches Hallo. Wir sind in Leiben und gehen jetzt in das Schloss Leiben. Bis gleich. Leute, da liegt eine tote Würfelnatter, wie es ausschaut. Die hat ein Auto niedergeführt. Noch ein junges Tier. Sehr, sehr schade. Traurig. Sieht nach einer Würfelnatter aus, aber ich bin mir nicht sicher. Aber sieht ganz danach aus. Naja, wie es ausschaut, ist alles zu, aber es ist ein wunderschönes Schloss. Da hat meine Sonne nur, wenn sie das schaut. Eine wunderschöne Lage, viele Türen, aber leider alles verschlossen. Heute geht es zu einer künstlichen Ruine, wir sind in Maria-Enzersdorf. Und wir gehen zu einer zum Amphitheater. Schauen wir mal, da vorne sehe ich schon etwas. Es ragt schon zwischen die Bäume hervor. Von unten ist es gar nicht sichtbar, es ist durch die Bäume zugedeckt. Aber da vorne sieht man eindeutig schon die Bauteile. Wie gesagt, es ist eine künstliche Ruine. Und wahrscheinlich für Fotografen beliebt. Ja, da sieht man schon eindeutig die ersten Mauerteile, das müsste es sein, ja.
sieht aber ganz, ganz toll aus. Mit den Pfeilern wie bei den Römern. Sieht irgendwie aus wie in Rom. Da steht es angeschrieben. Amphitheater. Ein wunderschönes Bauwerk, da kann man nicht meckern. Wow. Da gehen wir mal rein. Naja, das sieht alles sehr, sehr alt aus. Trotz allem ist es künstlich erschaffen. Rundherum Wald. Schauen wir uns mal von außen an, wie das ausschaut. Ganz, ganz toll. Sehr, sehr beeindruckend, muss man schon sagen. So wie das gebaut ist, sieht schon wunderschön aus. Wow. So, jetzt werden wir da in den Innenbereich gehen. Sieht wirklich schön aus. Von unten ist es überhaupt nicht sichtbar. Man muss ein Stück in den Wald raufgehen, aber dann sieht man es. Angeschrieben ist von unten auch nichts, aber trotzdem eigentlich gut zu finden. Sieht echt schön aus. Da ist abgesperrt, da könnte man sicher raufgehen. Da ist sicher ein Ausblick da oben. Ein Stückchen kann man da die Stiegen raufgehen, enden aber gleich. Da wäre bestimmt ein Weg hinauf. Aber da ist abgesperrt. Eine Hummel. Boah, das sieht super aus. Ein mächtiges Bauwerk auf jeden Fall.
Das soll es gewesen sein. Voriges Mal waren wir beim Schloss, war zugesperrt. Jetzt haben wir da eine schöne Ruine entdeckt, was günstig ist, aber trotzdem ist sie wunderschön. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, baba.